Hallo, hier ist wieder euer Knochenbowser LP mit einem neuen Part von Super Mario Maker. Ja, ich habe mich von meiner Krankheit erholt. Die 2 Wochen, die ich Zeit hatte, mich zu erholen. Und ja, wir machen weiter. Im letzten Part haben wir ja ein Level von einem Abonnenten gespielt, nämlich von Nintendo Splatoon. Die Level-ID des Levels findet ihr im letzten Video in der Videobeschreibung. Wenn ihr natürlich Lust habt, ich kann die ID auch nochmal ins Video einblenden, wenn ich es nicht vergesse. Und ja, im letzten Part haben wir auch die 10 Mario Challenge nochmal, also die 10 Mario Herausforderungen nochmal gemacht und ein paar meiner Level gespielt. Und ich habe ein paar neue Level hochgeladen. Ich musste auch ein paar löschen, weil manche zu schwer waren. Das habe ich auch unbewusst gelöscht, was ich eigentlich nicht machen wollte, aber es ist doch geschehen. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Bin auf einmal auf Löschen gekommen und dann auf Ja. Ist wirklich so gewesen, also ich lüge nicht rum. Und ich will auch euch nicht verheimlichen. Es ist ist egal, wir machen einfach weiter. Und ja, ich bin mal wieder cool und meine Level wurden gespielt. So, dieses Level habe ich gelöscht, unbewusst. Aber ja, ihr könnt es auch mal spielen. Und das hier, das ist auch cool, das werden wir auch noch spielen. Das werde ich aber, glaube ich, nicht in diesem Part spielen. Ich glaube, wir werden erstmal. Oder? Wir haben das hier und das hier gespielt. Knochi 2.1 und Knochi 1.3. Dann spielen wir jetzt Knochi 1.4 und Knochi 2.2. Danach kann ich euch ja noch ein Level von dem hier zeigen, von den neuen. Oder Samus Secret Shell Quest, das ist auch cool. Gut, dann machen wir mit. Dann machen wir mit Knochi 1.4 weiter. Es hat einen Stern. Es hat eine Abschlussrate von 7,56%. Es haben welche 119 Versuche gebraucht. Und 9, nur 9 haben es geschafft. Okay. Das ist ein bisschen viel. Auch noch ein bisschen. Oh, der Sound ist so richtig laut bei mir gerade. Das tut mir auch leid. Aber so ist das manchmal halt. So war das halt aber auch nicht geplant, ne? Mist. Muss man halt auf die Notenblöcke springen. Dann gibt es einen kleinen Trick, den manche, glaube ich, nicht verstanden haben. Kann auch einfach darüber springen mit einem Weitsprung. Bei dem ist der Endgame-Sound gerade richtig laut. Bei euch ist das ja nicht so, aber bei mir ist es ein bisschen zu laut eingestellt. Und ja, ich hoffe, ich komme hier durch. Hier ist Bowser. Den locken wir mal kurz zu uns. Hier ist ein P-Switch. Den aktivieren wir mal und voilà, schon ist das Level zu Ende. Also wenn man weiß, wo was ist, ich habe da auch noch einen Kommentar hinzugefügt am Ende. Da ist ein P-Switch versteckt, such ihn. Und ja. Übrigens, wie ich nochmal in die Videobeschreibung tun muss. Hier ist die ID. Da ist sie. FC93000000018-8905. Gut, dann spielen wir jetzt das nächste Level von mir, nämlich Knochi 2.2. Das ist ein Geisterhaus. Aber jetzt auch nicht so interessant. Also,
da war halt Pilz drin, da ist ein Bohokreis drin. Hier muss man mit kurzen Sprüngen rüber. Kann man durch diese Tür hier gehen. Dann ist hier ein Bohokreis. Dann ist hier noch ein. Dann ist hier ein großer Bohu. Oh, jetzt habe ich aber selbst ein Problem. Hier ist eine Feder. Nein! Ich bin jetzt einfach durch. Soll ich ja warten, weil da ist großer Buhu. Oh, was zum Henker. Na, na. Wie ich überhaupt noch lebe, ist ein Wunder. Na komm, geh runter. So, und sie suchen eine Kugel, Willi. Ja, hier sind halt, sie suchen eine Kugel, Willis, die euch verfolgen. Eigentlich auch ganz einfach, wenn man dasselbe schon mal gespielt hat. Ist es eigentlich ganz einfach. Also, Überraschungen sind da. Aber so gut ist das aber jetzt auch nicht. Es ist eins meiner ersten Level, das ich am Release-Tag hochgeladen habe. Am 12.09. kam das Spiel heraus. Da kann man nicht so viel von erwarten. Also, da sind die hinteren Level ein bisschen besser. Besonders das hier, das hat 6 Sterne. Also, das ist eins der einfachen Level. Und der, finde ich, einen meiner besten Level. Neben dem hier. Und dem hier. Gut, ich hole mal schnell mein Handy. Ja, bin gleich wieder da. So, ich muss nur kurz den Levelcode von Nintendo Splatoons Level suchen in den Kommentaren. Na, ist bei Part 1. Blöd, dass ich meinen Stift gerade nicht mit habe. Also dabei habe. Da war es nicht. Oh, bei mir ist der Sound richtig laut. Okay. Gut. Oh, ja. Hier ist die Level-ID. Wer das Level spielen will, der kann ja kurz einen Screenshot machen und halt die Level-ID bei sich eingeben. Und dieses Level spielen, ich empfehle es euch. Und es hat schon 2 Sterne und ich bin stolz auf euch. Ich bin einfach nur stolz auf euch. Wenn ihr es überhaupt gespielt habt. Ja, unterstützt Nintendo, Splatoon und ihr könnt noch Level einreichen. Und dann kann ich halt sagen, ja, spiel deren Level, die sind cool und super und wunderbar und wundervoll und schön schwer und innovativ und richtig cool, weil meine Leute einfach nur die Besten sind. Okay, ich sollte nicht übertreiben. Wir spielen Bossfights und Bossfights. Einfach geht's los. Das interessiert mich. Luigi's Mansion. Hier ist die Level-ID. Schnell einen Screenshot machen. Und ab geht's. Oder auf geht's. Egal. Los geht's. Okay. Das war ein bisschen doof. Ja, genau.
Warte mal, das Level kommt mir noch bekannt vor. Ich glaube nicht, dass es von... Oder? Ich glaube, ich habe mal so eine ähnliche Welt. Ach, da halt auf das, was auf dich zukommt, Mann. Ja, ich weiß nicht, wie ich an den Turm sonst vorbeikommen soll. Es geht nicht anders. Okay. Warum bin ich jetzt gestorben? An dem einen Pixel. Was soll das denn? Ich verstehe das nicht. Weißt du, ich stehe da und werde einfach getroffen. Von diesem einen Pixel, von dem Buhu. Ey, das ist schon ein bisschen gemein, oder? Also, ich lasse das nicht jetzt da vergelten, weil das kein Treffer war. Du musst hier genau in der Mitte stehen. Ja! Endlich mal mit dem Amiibo-Pilz weitergekommen. Und ihn wieder verloren. Ja! Oh, gib los! Ich hasse dich, Kettenhund. Obwohl ich Kettenhunde mag. Komm, voll runter. Oh, da war ich zu voreilig. Ich will das jetzt schaffen. Ah, da muss man sich doch treffen lassen. Ja, natürlich. Ich bin doch auf den drauf gesprungen. Das wird ein Spaß werden. Das 10-Fails-Video. Aber es ist ja noch lange bis dahin. Mario. Boah. Komm. Weißt du, dieser Kettenhund, der musste nicht sein. Du willst ihn doch nur zum Weinen bringen. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt... Irgendwann ist aber auch die Grenze erreicht, oder? Also... 13 Minuten? Ich kann ja noch mal kurz in... Weiß ich nicht. In dieses Level reinschnuppern. Nur kurz reinschnuppern. Wenn ich einmal sterbe, dann höre ich auf. Komm, das schaffe ich jetzt. Mit Speedrun, scheiße. Aber jetzt ist ja sowieso noch ein Pilz. Oh, Stern, gib her. Oh, nee. Jetzt geht das los mit den Kreissägen. Ich glaube, er hat irgendwas mit Kreissägen. Kriegt aber auch einen Stern. Auch wenn ich es nicht geschafft habe. Es. Leute, ich gebe euch einen Tipp. Baut die Level so, dass ich sie auch schaffen kann. Etwas leichtere Level mit vielen Rätseln kommen besser an als schwierige Level. Okay?
Also immer darauf achten, dass das Level schön etwas knackig ist. Also es muss schwer sein, aber auch schaffbar. Es darf kein Hardcore-Level sein. Es muss Schwierigkeit bieten. Von mir aus darf ich da auch, was weiß ich, wie viele Male sterben, aber es muss auch schaffbar sein. Tut mir den Gefallen und baut solche Level. Okay? Ja! So mag ich das. Sternsport. Level 1. Ja, ich habe den B-Knopf gerade nicht gedrückt. Aber geschafft. Hauptsache, er hat's geschafft. Okay, Level 2. Wie nah traust du dich ran? Sehr nah. Gebetet Stern. Bam. Nein, das Video ist nicht asynchron. Ich habe halt nur den Ton, den asynchronen Ton bei mir und kann es halt mal passieren, dass ich das, dass das Bam ein bisschen zu spät kommt. Das ist doch nicht wahr. Kann ich mal aufhören, nicht. Kann ich mal langsam laufen und nicht immer versuchen, ich muss schnell das Level schaffen, ich muss so schnell wie möglich das Level schaffen, ansonsten geht die Welt unter. Denn so ist das leider bei mir. Ich möchte jedes Level schnell beenden. Und wir haben den Schuh, wer den Schuh nicht kennt, man kann. Der ist aus Super Mario Bros. 3. Und mit dem kann man halt auf Gegner, die Stacheln haben, springen. Also wenn man auf die springt, dann passiert einem nichts. So wie wenn man auf Piranha-Pflanzen springt und das gleiche, wenn man auf die Spikes springt. Schabernack. Vermaledeit. Wo ist ein neuer Schuh? Welt 5-3 Schuh Remix. In Spiegel verkehrt. Ah ja. Weiß ja auch, warum dieses Level so schwer ist. Oh. Bloß nicht den Schuh verlieren. Na, ah, ich will den Flügelschuh. Den mit den Flügeln haben. Weil der ist cooler. Damit kann man fliegen für kurze Zeit. Warum ist ein bestimmt. Ey, das ist doch nicht dein Ernst! Ach komm, weißt du was? Ich will nicht mehr. Das ist mir zu gemein. So. Ich will den Riesenschuh haben. Okay, jetzt sanft rüber, ohne von den Stachis getroffen zu werden. Jetzt hier warten. Rüber. Rüber. Warten. Ja. Ich habe schon bemerkt, dass du da rauskommst. Vor allem, wo ich springe. Genau in dem Moment. Und erklärt mir mal, wie Mario mit einem großen Schuh durch diese Röhre schlüpfen kann. Aber na gut. Es ist ein Spiel. In Spielen ist alles möglich. Spielen können zum Beispiel, keine Ahnung, mir fällt nichts ein, aber hatten wir das nicht schon mal?
Das kann man wirklich in den Müll schmeißen. Wenn ich so ein Level sehe, dann kann ich einfach sagen, nee, das will ich nicht spielen, das schmeiße ich in den Müll. Vor allem, man muss hier durchrennen. Ja, noch größer. Beruhigt euch mal. Hallo, langsam reicht es. Wenn ich jetzt sterbe. Glück gehabt. Also bitte nicht so eine Level bauen, wo nur Haufen Gegner übereinander gestapelt sind und das ist totaler Müll. Sowas braucht keiner. Und das ist schlicht und ergreifend nötig. Oh, eine Piranha-Pflanze. Nee, warte. Ach, ein Mancher. Okay, wie soll ich da jetzt rüberkommen? Ja, Mampfer. Ach, Mampfer heißen die. Auf Englisch heißen die nämlich Mancher. Ich weiß nicht, wie ich... Ach so. Ach so. Ja, wenn man halt kein eigenes Zimmer hat. Ist jetzt auch egal. Der Part ist sowieso gleich zu Ende. Und ja. Es ist doch einfach nicht. Weiß ich nicht. Es ist das gleiche, als würdest du Hausaufgaben machen. Es ist einfach so. Es ist schlimm, wenn du so ein Durchgang siehst. Einfach. Weiß ich nicht. Ich bin jetzt einfach ein bisschen. Schon wieder so ein bisschen angepisst. Das regt mich halt auch ein bisschen auf. Vor allem, ich habe fast auch nie Ruhe. Das stresst mich halt auch einfach immer. Und ja, deswegen habe ich auch meistens nie Bock aufzunehmen. Und kann ich bitte dieses Level schaffen? Dankeschön. Wer baut denn sowas? Haufen zwei Kettenhunde. Wer? Ey, was soll denn das? Das ist das vorletzte Level und ich schaffe es einfach nicht. 2-3 Remakes. Wow, mit zwei Kettenhunden. Mhm. Auch wenn ich mich jetzt so komisch ausdrücke, aber ja, wisst ihr, wie ich mich fühle. Und ich glaube nicht, dass da Kettenhunde waren. Vielleicht mal etwas warten. Das wäre eine gute Idee. Ich wäre auch etwas entspannter. Aber egal.
Hauptsache ich schaffe das Level. Irgendwann, nein! Das war knapp. Ah, oh, dieses Spielchen schon wieder, ja. Mit den Koopa. So eine Level kann man aber auch bauen, wo der Koopa halt den Weg frei macht. Das finde ich auch gut. Und jetzt schnell das Level beenden, bevor der Kami kommt und uns noch den letzten Willen raubt. Der Titel passt doch. Ruhig Blut. Ach sowas. Ja, da muss man halt vorsichtig sein. Man sollte nicht zu voreilig. Oh, das ist gemein. Dann halt. Wie heißt denn das? Wenn halt die Clown-Kutsche einmal einen der Spikes berührt, also einen Stachelkugeln, dann flippt die Clown-Kutsche aus. Also dann wird die halt verrückt und fliegt in alle Richtungen und da kann es halt passieren, dass wir dann sterben und ja, wir sind tot. Die Prinzessin ist wieder mal in einer anderen Festung. Erzähl mir nichts, ich weiß Bescheid. Gut, dann würde ich auch sagen, das war's mit diesem Part. Wir sehen uns im nächsten wieder. Bis dahin, ciao.